Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. Für 6 Abgeordnete aus Niederbayern ist es heute ihr erster Tag im Bundestag. Allein aus dem Landkreis Dingolfing-Landau kommen 3 frisch gebackene Bundestagsabgeordnete, nämlich Matthäus Strebel und Gudrun Zollner von der CSU sowie Rita Hagel-Kehl von der SPD. Aus dem Landkreis Landshut zieht der CSU-Abgeordnete Florian Ossner erstmals in den Bundestag ein. Ebenfalls für die CSU geht Alois Reiner aus dem Landkreis Straubing-Bogen nach Berlin. Und aus Passau zieht der SPD-Bezirksvorsitzende Christian Fliesek in den Bundestag. Das Handwerk in Ostbayern meldet eine gute Geschäftslage. 9 von 10 Betrieben in Niederbayern und der Oberpfalz seien mit der aktuellen Situation zufrieden. Das geht aus dem Quartalsbericht der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hervor. Bei der Beschäftigungssituation habe es einen deutlichen Zuwachs gegeben. Unsicherheit bestehe aber vor allem darin, ob das überaus hohe Niveau der letzten Jahre stabil gehalten werden kann. Die Polizei hat in Niederbayern einen gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher gefasst. Der Mann fiel bei der Kontrolle eines Reisebusses auf der A3 bei Passau auf. Der 46-jährige Serbe soll 1991 in Kroatien als Polizist mehrere Häftlinge schwer misshandelt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, 1993 zusammen mit anderen Bewaffneten ein Haus der Vereinten Nationen überfallen zu haben. Der Mann wartet nun in der Haft in Passau auf seine Auslieferung nach Kroatien. Am Donnerstag müssen sich mehrere Tierschutzaktivisten vor dem Amtsgericht in Straubing verantworten. Die 4 Angeklagten hatten Anfang März über mehrere Stunden hinweg eine Wiesenhofschlachtanlage in Bogen blockiert, weil sich die Aktivisten der Organisation Mastanlagen Widerstand dabei mit Betonfässern vor der Schlachterei angekettet haben, wirft ihnen die Anklage unter anderem Hausfriedensbruch und Nötigung vor. Weitere Nachrichten aus Niederbayern und der Region auch im Internet unter radio-trausnitz.de.